Oh nein, ein mächtiger Schuss von Donkey Kong. Bitte, bitte, sorg nicht für den Ausgleich. Nein, 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 mein Torwart muss halten. Komm, 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 bitte, bitte. Nein, Ausgleich. Oh, oh. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Strikers Battle League Football hier auf Katze. Heute mit der ersten galaktischen Herausforderung im Kanonenpokal. Wir haben richtig, richtig starke Gegner vor uns. Wenn wir es schaffen, heute mit Teamkapitän Mario. Ja, zugegeben mal wieder, aber ich wollte diese galaktische Herausforderung mit dem Hauptprotagonisten spielen, nämlich mit Mario. Gegen seinen Bruder Luigi, zwei Yoshis und Prinzessin Peach. Interessante Kombination, wenn ihr mich fragt. Gut, wollen wir doch mal Gas geben? Und ich trage sogar neue Ausrüstung, wie man sehen kann, bei Mario. Es gibt nämlich die sogenannte Bushido-Ausrüstung. Die verbessert einen Wert gleich um 3 Punkte und senkt aber auch Werte. Allerdings nicht um so viele Punkte. Also es ist immer noch ausgeglichen und man kann seinen Spieler zu einer kleinen, ja, starken Maschine ausbilden. Ja, natürlich fehlen mir noch viele Münzen, um alle Ausrüstungsgegenstände zu kaufen. Aber ja, wenigstens ist unser Mario fast zu 100% mit diesen wertvollen Ausrüstungsgegenständen ausgerüstet. Was war das denn? Die Wings, die machen richtig Druck. Okay, ich verstehe schon, warum das der galaktische Pokal ist, die galaktische Herausforderung. Weil es einfach unglaublich stark ist. Oder schwer. Aber das war der Tipp, den ich jetzt umgesetzt habe. Direkt zu Beginn auf der Linie, mehr oder weniger, ich war nicht ganz auf der Linie, direkt einen starken Schuss einsetzen. Auch der Technikwert ist bei Mario sehr hoch, weswegen da die Tore durchaus machbar sind. Oh, das war gut. Ah, schade, schade. So, und jetzt mit Rosalina, und Rosalina bringt das Team in Führung. Ja, Rosalina ist auch sehr, sehr gut als Kapitän übrigens. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Mario, Rosalina, Bowser, das sind richtig Spitzenkapitäne. Wario in meinen Augen auch. Oh, was war das denn? Das geht hier heiß her. Schon 4 Tore sind gefallen. Das alles innerhalb einer Minute. Okay, es ist zum Verrücktwerden. Komm, wir bleiben gleich dran. Ja, schade. Und wir haben die Möglichkeit zu einem Powerschuss. Wir müssen sie aber auch nutzen. Zack, wow. Immer schön dranbleiben, Freunde. Zack, faulen und weiter geht's. Nein, 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 stehen geblieben. So, Toadie rüber. Und ist Mario, Hyperschuss, Hyperschuss. Wird es ausreichen? Nein, es wird nicht ausreichen, weil ich vorher noch gefault werde. So, jetzt Rosalina. Zack, Mario. Boom. Oh, nee. Na gut. Bowser ist dabei. Oh, schön ausgewichen. 2-3. Oh, was ist denn hier los? Die Wings sind richtig gut. Oh no. Mamma mia. Ja, Mario, das sagst du zu Recht. Egal, egal. 2-3. Alles ist noch drin. Oh, schade. Ich dachte, ich setze gleich mal den dritten Treffer. Den Anschlusstreffer. Um für einen Gleichstand zu sorgen. Schnell, 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 schnell. Torwart. Oh, ganz fies, Prinzessin Peach gefault. Das tut mir ja schon fast leid. So, jetzt komm, Rosalina. Starker Schuss. Nein, Nachschuss wäre jetzt so wichtig gewesen, aber niemand war da vorne. Bowser, schnell. Bowser ist heute hinten in der Verteidigung. Der ist unsere Mauer. An die muss man erstmal vorbei. An dieser Mauer muss man vorbei. So. Zack. Oh, nein, 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 nein. Schnell. Oh, sehr gut gemacht. Und jetzt. Starker Schuss. Boom. Boah. 3-3. Ausgleich, zum Glück. Gut gemacht, Rosalina. Und wir haben aber noch fast knapp unter 2 Minuten Spielzeit. Daher müssen wir gleich Gas geben. Nicht zu sehr in die Defensive gehen. Oh, nö. Nein, 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 nein. Jetzt, Bowser, Bowser, Bowser. Sei vorsichtig. Schnell die Bälle verteilen. Und jetzt. Oh, warum faulst du denn Toadie? Der hat ja gar keine Chance. Na gut. Jetzt aber. Oh, Yoshi beim Weg. Zack, Bowser krallt sich den Ball. Und starker Schuss, ging aber leider nicht rein. Ich glaube, da fehlt der Technikwert. Der ist bei Bowser hier nicht gegeben. Nicht mit dieser Ausrüstung, die er hat.
Da sind die Schüsse zwar stark, aber die Technik nicht sonderlich gut. Nein! Zack, fies gefault, muss ich zugeben. Aber das ist echt ein wildes Tohuwabohu hier. Ich weiß ja kaum, wo der Ball ist. Jetzt Toadi, zack, zu Rosalina. Nochmal zu Toadi und... Oh, ein Fehlpass, das gibt's ja nicht. Oh, wir haben nicht mal eine Minute. Wenige Sekunden bleiben uns noch, um jetzt hier ein Tor zu erzielen. Quasi nein, Rosalina. Hau raus, hau auf den Putz, meine Liebe. Oh, ist das eine knifflige Angelegenheit. So, Bowser, 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 jetzt starker Schuss. Nein, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Das glaubt mir doch kein Mensch. Jetzt, zack. Oh, Rosalina, danke. Du bringst das Team in Führung. Und das in den letzten Sekunden. Okay, und weiter geht's. Banane funktioniert nicht, aber dafür der rote Panzer. Schnell, schnell, schnell. Schuss, 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 Schuss. Das war ja schon fast fies. Oh, Mario. Halleluja. Das war jetzt gut. Zack, zack, zack. Und Mario, renn nochmal und setz dem Schuss ein Ende. Oder dem Torwart oder zumindest dem Spiel nahezu. Wow. Oh, wow, 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 wow. Sehr, sehr gut gemacht. Achtung, 15 Sekunden. Meine Gegner können immer noch ein Tor schießen. 5 zu 4. Knappe Geschichte. Schnell, schnell. Halte den Yoshi auf. Und weg mit dem Ball, weg mit dem Ball. Nein, nein, nein. Aufhalten, aufhalten. In die Defensive, in die Verteidigung. Nein, 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 nein. Ja. 5 zu 4, aber das war eine sehr enge Kiste. Das war ein knapper Sieg. Puh. Ich sehe schon. Die galaktische Herausforderung ist gegeben hier im Spiel. Mario, number one. Ja, Mario, aber sei vorsichtig, ja? Man weiß ja nie, was unsere Gegner als nächstes planen. So, 5 zu 4 gewonnen. Das war echt knifflig. Wie sieht's bei den anderen aus? Blizzard oder Scramblers? Oh, die Scramblers haben 7 Tore erzielt. Das sind also unsere nächsten Gegner. Mal sehen, wer das sein wird. Die weltberühmten Scramblers. Und im Stadion, da tobt's. Alle sind schon bereit für das große Spiel. Und sogar der Torwart. Aber unserer natürlich auch. Da kommt das erste Team, unser Team, SC Katze. Mit Mario als Kapitän, aber auch Bowser, Rosalina und Toadi. Und hier haben wir Bowser höchstpersönlich mit 3 blauen Yoshis. Oh oh, ich ahne Böses. Machen wir das Beste draus. Die können bestimmt irgendwelche fiesen Tricks, sonst wären das nicht umsonst 3 Yoshis. Oh, 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 oh. Die fangen unsere Pässe in der Luft ab. Seid bloß vorsichtig. Schöner Schuss, leider nicht stark genug von Toadi. Also gut. Immer schön alle decken, sodass der Torwart nicht direkt passen kann. Oh, nein, 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 nein. Schnell, schnell, schnell. Nein. Ein früher Treffer durch Bowser. Das ist alles andere als gut. Ja, der freut sich zurecht. Oh, Mann. Okay, dranbleiben. Schneller Wechsel. Zack, rüber. Toadi, du schießt jetzt nicht mehr, ja? Was? Ich hatte schon Angst. Das war ein gezielter Fallrückzieher. So, zu Toadi. Und jetzt komm, 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 komm. Oh nein! Ich hätte vielleicht doch noch zu Mario passen sollen. Mario, mach's alleine! War das fies mit dem roten Panzer. Den müssen wir wirklich alles zeigen, was wir drauf haben. Wir müssen ihnen die Leviten lesen. Oh, volle Kanne gegen Yoshi geschleudert. Tut mir leid, Yoshi. Ich wollte dich nicht anschießen. Ich wollte eigentlich nur ins Tor schießen. Oh, 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 nein, nein, nein. Was ist denn los? Wir haben einen Rückstand. Nein. Irgendwie sind die Scramblers besser, als ich dachte. Jetzt, Bowser, holt uns 2 neue Items. Yes. Die Möglichkeit zu einem Hyperschuss. Der könnte für den Ausgleich sorgen. Jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Bombe, Bombe, Bombe. Stopp, stopp, stopp. Faulen. Pass, pass. Vorsicht, nein, nicht schon wieder. Ich muss schnell den Hyperschuss einsetzen. So, jetzt Mario, komm. Und blau? Nein. Ganz knapp. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Mario, hau bitte alles rein, was du drauf hast, okay?
Fallrückzieher. Boom! Die Feuerkraft, die es in sich hat. Einmal fies. Oh! Ich habe nochmal fies gefoult mit Toadie, aber ich bin durchgekommen. Und das, obwohl es kein perfekter Hyperschuss war. Sehr gut gemacht, Mario. Du bringst das Team wieder zurück ins Spiel. 2 zu 2, noch 2,5 Minuten Spielzeit. Jetzt, komm, schneller Schuss, schnelles Tor. No, knapp. Gegen den Pfosten geschossen, aber nochmal. Schon wieder nicht durchgekommen. Und Bowser fault ganz fies unseren lieben Mario, unseren Kapitän. Und was war das denn? Ein Fehlpass. Torwart schnell zu Bowser, zu Bowser, zu Bowser. Der steht frei, gut. Pass rüber zu Toadie. Und jetzt, komme ich hier durch? Hier, Mario. Oh nein, Bowser kam uns dazwischen gesprungen. So, ich habe ihn, ich habe ihn. Und jetzt, schade, Schokolade. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Bowser aufhalten. Nein. Oh, gut, 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 gut. Der Torwart hat den Ball noch fangen können. Jetzt. Die faulen aber auch ständig. Das ist ja kaum eine Chance, den Ball abzuluxen. Komm, komm, Mario, schieß doch einfach. Oh, Mann, oh. Jetzt Bowser. Schneller Schuss. Auch das hat nicht funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Wir müssen unsere Taktik ändern. Wir brauchen eine neue Strategie. Die Frage ist nur, wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir da durch? Wir müssen endlich mal wieder ein Tor landen. Ein Tor schießen. Okay, komm, 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 komm. Oh, ging daneben. Ja, sehr gut gemacht, Bowser. Und jetzt starker Schuss. Und, oh, ich komme nicht durch die Verteidigung. Ich komme zumindest nicht durch den Torwart hindurch. So, jetzt Toadie hat den Ball. Alles super, alles sicher. Und jetzt schön verteilt euch, verteilt euch. Macht euch anspielbar. So, oh, perfekt, perfekt. Toadie hat wieder den Ball. Rosalina ist leider verwirrt. Ist sogar zweimal verwirrt. Aber jetzt Mario. Komm, komm, starker Schuss. Oh, da war fast drin. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Gegen den Pfosten. Oh nein, die Scramblers, die Scramblers. Und jetzt hier rüber zu Mario. Mario zu Rosalina. Zack, Pass zu Toadie. Toadie zu Mario und... Oh, zack, sehr gut. Und rüber. Mario, jetzt aber. Hau mal schön auf den... Oh nein, die Bombe. Bombe von Bowser. Noch 24 Sekunden Spielzeit. Bitte nicht, Bowser. Halt sie doch auf. Halt sie doch auf. Nein. Bitte, bitte. Unser Torwart muss den Ball halten. Es kann doch nicht sein, dass sie gegen Ende in den letzten Sekunden ein 4 zu 2 erzielen. Komm, komm, komm. Torwart, du hältst, du hältst, du hältst, du hältst, du hältst. Hat er nicht. Oh nein. Oh, Mario. Du bist bestimmt ein super trauriger Teamkapitän an dieser Stelle. Oh! Können wir noch irgendwie einen Powerschuss erzielen? Die faulen die ganze Zeit! Die faulen die ganze Zeit! Das gibt's nicht! Die faulen ununterbrochen und sorgen sogar für das 5 zu 2. Für die Gegner, so 2 zu 5. Ah, Mann! Jetzt aber, komm! Wenigstens einen Schuss noch! Volle Kanne auf den Torwart, aber kein Tor erzielt. Jetzt gibt es auch keine Hyperschussmöglichkeit mehr. Oh, ich wurde aus dem Stadion gefegt. Die Scramblers gewinnen gegen SC Katze. Jetzt habe ich nur noch die Chance, sie in einem Rückspiel noch zu bekämpfen. Aber dazu muss ich erst die anderen besiegen. Ich hatte einfach keine Chance. Gar keine Chance, obwohl ich zu 57% im Ballbesitz war. Interessant. Ich darf nun gegen die Blizzards antreten. Gegen die haben wir noch nicht gespielt. Mal sehen, wie gut sie sind. Weiter geht's. Das nächste Spiel, diesmal als Rückkampf sozusagen, um nochmal die Chance zu bekommen, den Pokal zu gewinnen. Jetzt gegen die Blizzards. Gegen eine eiskalte Mannschaft, die es faustdick hinter den eisigen Ohren hat. Ja, schlechter Wortwitz. Okay, wollen wir doch mal sehen. Mario ist zur Stelle mit seinem Team, mit Bowser, Rosalina und Toadie. Und auf der gegnerischen Seite Rosalina, wie sollte es anders sein? Eiskalt mit Yoshi, Toad und Donkey Kong. Was macht ein Donkey Kong bitte im Blizzard-Team? Das könntet ihr mir mal erklären. Oh, 1 zu 0. Habt ihr das gesehen? SC Katze, super.
Ja, ja, ja. Wir wollen den anderen zeigen, dass wir es ernst meinen mit dem Pokal. Der Kanonenpokal soll unser Pokal werden. Der soll bei uns in der Teammannschaftsvitrine stehen. So oder so ähnlich. Zumindest bei uns im Verein. Irgendwo. In irgendeiner Schublade. Oh nee, jetzt habe ich nicht aufgepasst. 1:1 durch Toadie. Und das nur, weil ich von diesem Pokal geträumt habe, der bei mir in einer verstaubten Schublade liegt. Nein, Spaß beiseite. Den muss man in Ehren halten, ja? Der kriegt einen besonderen Platz. Der steht auf einem schönen Podest. Achtung, jetzt vorsichtig weiterspielen und schön in die Verteidigung gehen, schön in die Defensive. Unsere Gegner meinen es natürlich auch ernst und faulen, was das Zeug hält. Jetzt, zack, meine Chance. Zack, schade. Ich glaube, der Schuss war nicht stark genug. Kann das sein? Und noch einmal. Oh, Toadie fault mich. Vorsicht, komm. Oh, gut gemacht von Toad, aber er kam noch zu einem Schuss. Jetzt schneller Wechsel. Die sind nur zu dritt. Jetzt brauche ich einen starken Schuss von Rosalina und, der ist gut. Ich glaube, der Torwart hat ihn noch sogar noch kurz bekommen. Konnte ihn aber nicht halten, weil er zu stark war, oder? Naja, cool. 3 Minuten Spielzeit noch. Gegen die Blizzards. Und nochmal, gleich hinterher einen starken Schuss. Wurde aber gehalten vom Torwart, vom Bum Bum. So, komm, faul. Was? Was war das denn für eine Banane? Ihr schummelt doch. Jetzt komm. Oh! Donkey Kong mit der Bob-Omb-Bombe. Warum kommt niemand, um zu verteidigen? Was war das denn? Ach, Teppichtörtchen. 2:2. Ich muss jetzt aufpassen. Mir sollte nicht nochmal das gleiche passieren wie vorhin, als ich gegen die Scramblers gespielt habe und anschließend sogar verlor. Aber jetzt, boom, und nochmal Nachschuss. Aber dieser hat leider nicht funktioniert. Der ging leider nicht durch. Okay, nochmal. Mario, komm. Du bist nicht umsonst unser Teamkapitän. Warum ist er nur so gut? Ist das Manuel Neuer? Nee, keine Ahnung. Kann ja auch ein anderer guter Torwart sein. So, boom. Oh, der ging rein. 3:2. Starker Schuss. Cool. Wir sind in Führung. Und ich hoffe, das bleibt so. Wir haben aber noch nicht einmal die Hälfte der Spielzeit rum. Und auf Position. Oh, schlechter Pass von mir. Oh, Donkey Kong hat uns ausgetrickst und sorgt für den Ausgleich. Ich frage mich manchmal, wie er das macht. Und irgendwie sieht er in seiner silberfarbenen Rüstung komisch aus, oder? Also der würde mir in einer anderen Farbe besser gefallen. Okay, dann schneller Pass und schön gemacht. Was war das denn? Fehlschuss von Bowser, aber definitiv. Vielleicht kommen wir nochmal zu einem Hyperschuss. Vielleicht von Rosalina. Das wäre doch eine schöne Geschichte, wenn ich aber auch den Ball bekomme. Jetzt komm, Hyperschuss mit Mario. Ich krieg die Möglichkeit. 1 und 2. Das wird ein orangefarbener Super Hyper Ultraschuss. Hoffen wir zumindest. Let's go! Und was sagt der Torwart darauf? Hat er die Möglichkeit, ihn zu halten oder nicht? Und. Ja, aber kommen wir zum Nachschuss? Nein, natürlich nicht! Oh, gibt's denn sowas? So, jetzt kommt Mario. Zack und oh, von hinten kam nochmal ein grüner Panzer. Ein grüner Schildkrötenpanzer. Jetzt aber Bowser. Bowser bringt das Team in Führung. Und so muss das bitte auch bleiben. Rosalina, Teamkapitänin von Blizzards, ist natürlich stinksauer. Verständlich. Mehr als verständlich. Und jetzt, komm. Schade. Ich dachte, ich sorge jetzt für das 5:3. Und Josh hat den Ball, aber nicht so schnell, nicht so voreilig. Oh, komm. Wow! Das Tor stand irgendwie frei. Ich weiß nicht, warum und weshalb, aber es hat funktioniert. Cool. Dranbleiben. Jetzt Mario, komm. Oh, nein. So. Faulen, notfalls immer faulen, ihr wisst Bescheid. Nein. Donkey Kong faulen, warum steht ihr da nur so rum? Warum? Wir hatten die Chance, noch das zu verhindern. Jetzt kommt Donkey Kong mit seinem Hyperschuss. Kann unser Torwart diesen Schuss halten? Okay. Komm. Und. Halte ihn. Auf die Taste hämmern. Und. Ja. Was? Habe ich zu langsam auf die Tasten gehämmert?
5:5? Ausgeglichen? Wie soll das nur weitergehen? Nein! Okay, komm, komm. Wir schaffen das noch. 5:5. Die letzte Spielminute. Werden wir es noch schaffen? Oder werden uns die Blizzards mit ihrem Eissturm wegfegen? Wow, Rosalina. Was war das denn? Das war grandios. Okay, Achtung. Ihr wisst Bescheid. Man darf sich niemals zu früh freuen. Es kann noch alles passieren. Oh nein, komm, Nachschuss. Selbst der Nachschuss von Bowser ging daneben. Jetzt haben wir Mario, komm. Oh, schade, schade. Komm, 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 komm. Einfach noch ein Treffer erzielen oder kein Gegentreffer. Mehr will ich nicht. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Oh, wir kriegen die Möglichkeit zu einem Hyperschuss. Die müssen wir nutzen, wenn wir sie bekommen. Schnell, schneller, schneller, pass. Komm, mach doch, lieber Torwart. So, rüber zu Mario. Oh, fieser Foul. Und ich laufe über meine eigene Banane. Nein! Aber das war's. Schon wieder ein ganz knapper Sieg für uns. 6:5 für SC Katze. Ja, da freut sich Mario natürlich. Aber wir haben noch einen richtig starken Gegner vor uns. Und ihr wisst Bescheid. Es handelt sich hierbei um das Team Scramblers. Uiuiuiui. Und wir müssen zweimal gegen die Scramblers gewinnen. Doch werden wir das schaffen? Erfahren wir beim nächsten Mal. Bleibt katztastisch!